Sie hat eine riesige Adlerfeder rausgenommen. Claudia, heute haben wir das Thema Krafttier. Hast du ein Krafttier? Sagt dir das überhaupt etwas? Witzigerweise sagt mir das etwas, ja. Also witzigerweise sage ich, weil ich bin jetzt nicht jemand, der so wahnsinnig viel Beziehungen zu Tieren hat. Und trotzdem, auf meinem Tischli, wo gerade neben meinem Pult steht, sind 3 Bücher mit Krafttier. Und zwar ganz spannend, also wirklich Krafttier so von den Grossen und dann aber auch so die Insekten und so. Also so, ja, wirklich. Aber ich weiß leider nicht, wie die Autorin heisst. Das kann ich vielleicht noch herausfinden, dann können wir das verlinken, weil es sind nämlich wirklich ganz tolle Bücher. Und ich tue noch etwas, wenn ich so überlege, was würde mir jetzt gut tun heute oder diese Woche oder diesen Monat. Dann nehme ich eines von diesen Büchern, intuitiv, das, was mir gerade entgegenkommt, und tue einfach so wie durchblättern und dann irgendwo stoppen und dann schaue ich, was kommt für ein Tier, und dann lese ich dazu. Und das, ja, das nehme ich dann einmal sehr ernst, und ich finde es auch immer sehr passend und auch wirklich ermutigend und stärkend. Und die andere Art, wie ich es nutze, Krafttier, ist, früher, also als ich Teamentwicklungen gemacht habe, hatte ich eine Zeit, als ich das relativ viel gemacht habe, und da habe ich das viel benutzt für den Einstieg. Wenn sich so Teams getroffen haben, dann habe ich so wie die Aufgabe gestellt, ja, dann doch mal überlegen für immer den Kollegen, der nebenzu sitzt, was würdet ihr ihm für ein Tier geben? Wenn er jetzt ein Tier wäre, wie was gesagt ihr? Und dann habe ich jeweils dann die Bilder dabei gehabt von diesen Tieren, also sie haben dann so ein Bild auswählen und haben das so wie geschenkt. Und dann haben wir darüber diskutiert, was hat das für Eigenschaften, das Tier, und ich habe dann so vorgelesen, ich habe dann das rausgesucht, oder was das auch noch könnte für eine Bedeutung haben, jetzt aus Sicht von der Krafttier. Und das ist immer sehr gut angekommen. Auch wenn manchmal die Leute ein bisschen verschrocken sind, was für ein Tier bekommen haben, oder? Die meisten haben sich natürlich gewünscht, irgendwie ein Delfin oder ein Hai, nein, eben nicht ein Hai, ein Löwe oder ein Tiger zu sein, und dann, wenn es halt plötzlich irgendwie ein Müsli gewesen sind, ja. Oder? Das ist so mein Bezug, ja. Und als Kind hast du irgendwie ein Plüschtierli gehabt, das du sehr gerne gehabt hast, von einem Tier? Ja, ein Bärengrossen, ja, habe ich gehabt, genau, ja, das stimmt. Ja, das ist spannend, das haben ja ganz viele, also ich natürlich auch, ein Bär. Ja, genau. Ja. Ja, was ist denn dein Bezug? Ich habe so anfangs 30 so eine Begegnung gehabt mit einem Krafttier. Und zwar, ich bin ganz entspannt in meiner Badwanne gelegen. Und dann habe ich wie das Gefühl gehabt, so mit meinem dritten Auge, also so bildlich gesagt, jetzt ein Adler dort rein zu fliegen kommen. Und das war für mich so real gewesen. Und jedes Mal, wenn ich wieder in die Badwanne gegangen bin, so quasi in diesem völlig entspannten Zustand, meditative, ist der Adler gekommen. Und das, ich habe mich dann angefangen mit dem beschäftigen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also von Krafttieren habe ich noch gar nie irgendetwas gehört. Und der Adler hat mich über ganz viele Jahre immer wieder begleitet. Seine Art ist für mich so, eine andere Perspektive einzunehmen, also zu fliegen und auch wie eine Beziehung haben zu mir, also zu der anderen Seite, zu der Galaxie und zu der Schöpferkraft. Und was jedoch auch noch ganz spannend ist mit dem Adler zusammen, er ist dann eine Zeit lang ein bisschen gegangen und dann wieder gekommen. Ich bin auf Reisen gewesen mit der ganzen Familie und wir sind auf einer Insel gewesen, also in Vancouver Island. Und dann hat jemand dort eine Feder in der Hand gehabt und dann habe ich so meinem Sohn gesagt, also ich hätte auch gerne eine Adlerfeder. Und er ist in den Wald gegangen dort, ist zurückgekommen und bringt mir eine riesen Feder. Nein! Und
Ein paar Jahre später war ich in der Mongolei und dort hatte es so einen Horst. Also wir sind den angeschaut, einen Adlerhorst, das ist ein riesiger, das beeindruckt mich jetzt noch, wenn ich daran denke. Und dann hat der Führer, das war ein ganz junger Mann, hat eine riesige Adlerfeder rausgenommen. Und ich habe gedacht, ah, die hätte ich so gern. Das war kein Thema. Nach einer Woche hat er mir sie geschenkt. Nein, so schön. Ja. Und eben auch nochmal zum Adler. Ich bin auf Haida Gwaii gegangen. Das ist, gehört auch zu Kanada, ist oberhalb von Vancouver Island, also 2 Flugstunden, fast in Alaska entfernt. Und dort hat es 2 Clans. Und zwar sind das die Raben und die Adler. Und ich konnte dann mit einer Einheimischen reden. Und die Begegnung war so schön, dass sie mir dann 2 Tage später die Adlerfedern, also von hinten dran, vom Weisskopfadler, das ist weiss dort hinten, also die hinteren Federn, das ist etwas ganz Seltenes und eigentlich darf man das nicht mitnehmen, aber weil sie als First Nation mir das geschenkt hat, konnte ich die heimnehmen. Wow, und das, so toll. Die 2 Federn, also alle 4 Federn, sind für mich etwas ganz Spezielles so, ja. Zum Adler. Und die hast du auch heute noch. Ja, kannst du nachher mal schauen. Ich habe sie da aufgehängt. Ja, ich habe vorher nicht gesehen, genau. Ja, ja. Das sind die Federn. Ah, schön, ja. Ja. Ja, wunderbar. Und dann habe ich noch, also ich hatte schon ganz viele verschiedene Tiere gehabt. Und eins ist der Bär, wie du vorher gesagt hast. Der Bär, ich kann das nicht genau erklären, woher dass ich das weiss. Aber ich weiss, dass das so ist. Das ist mein Geburtstier, das ist mein Totemtier. Das wird das Leben lang bei mir bleiben. Und das begleitet mich immer wieder. Es ist so immer so ein bisschen da. Ja, und was heisst denn der Bär für dich? Was hat das für eine Bedeutung? Oder was ist seine Kraft? Oder? Es ist so etwas Bodenständiges, hat viel Kraft, tut sich aber auch zurückziehen und geht in die Ruhe. So ein bisschen da. Ja. Ja, das sind Krafttiere und eins ist vielleicht noch eine Geschichte zum Elefant. Ich bin immer wieder reisen, weil ich das geträumt habe, dass ich dorthin gehe. Und in einer Reise hat mir der Elefant gesagt, so quasi das Krafttier, das tut mich jetzt begleiten. Und ich bin wirklich durch ganz Südamerika gereist und ich hatte immer so ein Gespräch gehabt, eine Art mit dem Elefant. Und er hat mir gesagt, was durchgeht. Und ich bin dann wirklich dorthin gekommen, wieso ich dann auch auf Südamerika gegangen bin. Das war total spannend. Er hat gesagt, da sind wir jetzt. Yeah. Und der Elefant ist in deinen Träumen gekommen oder einfach in deinen Gedanken? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Es ist wie wenn ich ja, so ein Bild vor mir habe, wo wie wahr wird. Und der Elefant hat mir dann wie gesagt, schau, jetzt geht es ein bisschen mehr in diese Richtung oder in diese Richtung. Und wenn ich dann am Zweifeln war, hat es so wie eine Art Dialog gegeben mit ihm. Ja. Das ist spannend. Spannend, ja. Und also für mich sind Krafttiere etwas, wo, wenn ich mich auf das einlade, dann kann ich das gerade beim Gegenüber wahrnehmen. Jedes Chakra hat ein Krafttier. In dieser Situation hast du diese Tiere, in einer anderen Situation hast du andere Tiere. Das finde ich ganz spannend. Ja. Ja, total. Also das heisst, man könnte jetzt auch zu dir kommen und fragen, was ist mein Krafttier? Wenn sich das zeigen will? Ja. 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 Ah, super. Ja. Ja. Ist das auch etwas, was du machst, wenn du... nein, das ist Baumkommunikation, gell, wo du machst. Ja. Das ist, ich meine keine Tierkommunikation, aber es ist Baum, ja. Ja. Das ist etwas anderes wieder. Es kommt einmal vor, dass es in einem Gespräch, dass das vorkommt und dann tun ich es sagen. Ich kann es nicht aktiv suchen, aber wenn es vorkommt, dann tun ich das am Gegenüber mitteilen. Jetzt ist das Krafttier da oder das Tier ist da. Was bedeutet das für dich? Manchmal ist es so, dass wir so quasi arbeiten mit den Chakras und dann tun ich so anleiten, schon mal das Geräusch machen von einer Kuh und als nächstes kommt vielleicht ein Huhn und so weiter, ja. Ja. Ja.
Und gestern Abend habe ich das Transtanz gegeben per Zoom-Meeting und dort ist der Schwarze Panther gekommen. Der war schon lange nicht mehr bei mir gewesen. Wenn der kommt, dann weiss ich, ich gehe so ein bisschen in die Schattenseite. Oder ich nehme das auch bei den Leuten wahr, ihre Schattenseite. Und er tut mich da wie unterstützen. Also wenn ich ihn bei mir auf der Seite habe und ich spüre ihn dann richtig da, dann gehe ich relativ ruhig in die Themen rein. Was heisst denn das, in die Schattenseite hineingehen? Ich denke mir, alle Menschen haben gute Seiten und noch die anderen. Und es kann sein, dass die wirklich führen kommen bei meinem Gegenüber oder natürlich bei mir auch. Ich habe ja das auch. Und das kann viele Emotionen auslösen. Und das zu begleiten, dass das wirklich auf eine harmonisierende Art sich kann verändern, für das ist der Panther bei mir da. Es gibt halt die Abgründe, die wir haben, und wenn sich die offenbaren wollen, dann ist das so. Ja. Ja. Also Kraft hier bedeutet ja für die Menschen je nach Persönlichkeit etwas anderes. Und ich finde es sehr schön, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, mein Krafttier ist jetzt ein Pferd, und man fühlt sich auch wie ein Pferd, das frei ist und durch Prärie galoppiert. Oder ich bin ein Känguru und darf in Australien rumgumpen. Und ja, also die Kraft, eben das, wie du das gesagt hast, die Eigenschaften von dem Krafttier, zu spüren, was macht das mit mir, wie verhält sich das Tier in der Natur, und so dann ist es eine Bereicherung für den Alltag. Ja, absolut. Also man braucht ja immer wieder Unterstützung in der einen oder anderen Form, oder? Und manchmal, jetzt bei mir ist es manchmal eben ein Krafttier oder die Energie von einem Tier oder eine Farbe. Manchmal merke ich auch, so eine Farbe tut mir jetzt gut. Oder dann manchmal ist es Musik, irgendein Lied. Aber ich finde das immer, also ich mache das wirklich schon sehr, sehr lang immer, ja, dass ich mir so wie noch etwas ganz anderes wieder jetzt ein Gespräch oder Gedanken oder so, dass ich mir das als Unterstützung nehme. Ja, und für mich ist es wirklich, das Krafttier gehört zu mir. Zum Leben, wie ich ein- und ausschnaufe, sind sie da. Ja, sehr schön. Kennst du auch dein Krafttier? Hast du das schon mal wahrgenommen oder hat dir schon mal jemand ander etwas von Krafttier erzählt? Ja, erzähl uns doch davon. Erfrischend, ehrlich, voller Vertrauen, wie wir das auch gemacht haben. Deine Magic Moments mit deinen Krafttieren.